Hallo, hey Mann und willkommen zurück zu Pokémon Platin Randomizer Nuzlocke Challenge. Schauen wir mal, ob wir ein Item haben in der Nähe. Nee, leider nicht. Aber. So, wir haben leider kein Item hier in der Nähe, aber das wird uns nicht aufhalten, denn wir stehen hier bei diesem Typen und den sprechen wir jetzt mal an. Ich bin den weiten Weg von Höhen her gekommen. Ich wollte zur Wettbewerbshalle, aber ich habe mich verlaufen. Zum Glück haben mir die freundlichen Leute hier den Weg gezeigt. Ich war beeindruckt, so viel Hilfsbereitschaft einem Fremden gegenüber. Darf ich dir nun zeigen, wo es zur Wettbewerbshalle geht? Genau, denn dort wollen wir hin. Gut, folge mir. Also, der gute Mann bringt uns jetzt zu der Wettbewerbshalle. Es gab einen kleinen Zwischenfall während des Offscreen-Trainings. Lucky Star ist leider gestorben. Ich kann euch jetzt mal eben erzählen, wie das gelaufen ist. Hier ist die Wettbewerbshalle, bitte tritt ein. Nun, ja, die Sache war so. Ich habe trainiert und da kam ein Isso mit Wegsperre. Wegsperre, für die Leute, die es nicht wissen, verhindert, dass man flieht oder austauscht. Und dann habe ich Metronom gemacht, es kam Feuersturm. Und Isso dachte sich so, Spiegelcape. Und das Isso war durch Feuersturm schon stark angeschlagen. Und Spiegelcape verdoppelt ja den Schaden, den es bekommt. Und das hat Lucky Star nicht standgehalten. Also Lucky Star ist vor uns gegangen. Ich hoffe, ich habe es auf die Box getan. Ja, habe ich wohl. Also, ja, RIP in Peace, Lucky Star. Wir haben nie wirklich Aktion von dir gesehen. Aber Abaddon ist auf Stufe 20, wie ihr seht. Also, ab in die Wettbewerbshalle. Dort gibt es zumindest mindestens eine Person, mit der wir reden wollen. Oh, mein Held! Oh, hallo, Quidnow! Was? Nein, wirklich? Katrin ist deine Mutter? Dann kannst du ja den Wettbewerb gewinnen. Oh, das weiß ich nicht. Ich habe mit Quidnow nie über Wettbewerbe gesprochen. Außerdem bin ich überrascht, dass ihr zwei euch kennt. Oh ja, richtig! Danke nochmal wie vorhin. Nimm bitte dieses Accessoire. Glitzerpuder erhalten. Stellt dein Pokémon vor den Wettbewerb Accessoires aus. Das wird ihm Erhabenheit und Glamour verleihen. Ich bin Juror. Also komm mal vorbei und amüsier dich. Keine Sorge, für Einsteiger bieten wir auch Übungskurse. Okay, Katrin, dann bis später. Was überrascht mich zu sehen, Quidnow? Mir war langweilig, also wollte ich Urlaub in Herzhofen machen. Und ich bin genauso überrascht wie du, mein Kind. Aber willst du wirklich bei einem Wettbewerb mitmachen? Dann solltest du dich etwas besser anziehen, es ist immerhin eine Show. Wenn dein Pokémon ganz schick ist, kannst du nicht völlig normal aussehen. Zieh das hier an, das passt besser. Wir halten einen Smoking. Du wirst bestimmt klasse daran aussehen. Genieße die Wettbewerbe. Die zeigen dir viele Facetten der Pokémon. Das wird eine tolle Erfahrung für dich werden. Bis später. Das fand ich damals auch obskur, dass wir hier unsere Mutter begegnen so. Und dann auch so mit Namen, Katrin. Das gab es vorher nicht. Innovativ? Fragezeichen. Also, quatsch mal mit dieser markanten Frau in Lila. Ui, entschuldige bitte. Ah, du bist hier für den Wettbewerb. Ich hoffe, du wirst haben viel Spaß. Zufällig ließ Lamina die Arena-Leiter von Herzhofen auch in den Wettbewerb. Sie ist, wie sagt man gleich, sie ist très fantastique. Und ganz zufällig steht sie direkt vor dir. Lass mich mal sehen. Du scheinst zu sein sehr stark. Hallo, so sei es, wir sehen uns in die Arena. Ich habe das Gefühl, die Gute ist ein wenig Franacken. Also, normalerweise Geisttrainerin. Oh, sorry für den Lag. Ich hoffe, das kommt nicht nochmal vor. Aber, natürlich hier random. Hey, hallo, wie sieht's aus? Auf dem Weg zum Champ? So eine Arena wie die hier, so etwas hast du noch nicht gesehen. Und weißt du warum? Weil du sie gar nicht sehen kannst. Drin ist es nämlich stockdunkel, aber keine Sorge. Ich habe eine Taschenlampe, die würde ich hier überlassen. Die Trainer in der Arena haben auch Taschenlampen. Scheint deine Taschenlampe auf einen Trainer oder sie erwischt dich mit ihrer, heißt es Kämpfen. Und jetzt kommt noch etwas Wichtiges, es geht um die Fußbodenfelder. Finde zuerst das blaue Feld im Raum und merke dir sein Muster. Geh dann zur roten Tür, die dasselbe Muster trägt. Du musst durch die richtigen Türen, um zur Arena-Leiter zu kommen. Gehst du durch die falsche Tür, landest du wieder hier vorne. So ist dieser Ort angelegt. Ganz schön gemein, was? Aber du schaffst das. Nur, wenn du das sagst, ich gebe auf jeden Fall mein Bestes. Stockdunkel also. Emulator denkt sich aber... Nein! Also normalerweise ist das hier wirklich dunkel. Nur leider scheißt der Emulator da wohl gerade drauf. Buh, hab ich dich erschreckt? Dieser Kampf wird es auf jeden Fall tun. Nun, das Problem gab es in Hard Gold schon teilweise, dass bei Höhlen die Ränder frei waren, dass man dort ein bisschen sehen konnte.
So habe ich ja erst gesehen, dass dort am Rand ein Panflam war. Hab's ja aber nie geschafft, es zu fangen. Nun, ein... Du bist nicht undicht, oder bist du undicht? Ich glaube, du bist normal. Wenn du undicht wärst, kann ich dich nicht mit Konfusion treffen. Schon wieder ein Heuler, das fuckt ab. Quatsch, nicht Heuler, Lag, Mann, so. Konfusionsattacke. Also, du bist kein Unlicht-Pokémon. Hast aber einen Unlicht-Move drauf. Finte. Ah, das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Schnurrgas, da ziehe ich mich zurück. Ich schicke Captain rein. Kann er zeigen, was er drauf hat. Mit einer Wasserdüse bestenfalls. Schön mit der Fresse offen, brüllt ihn an. Ey, was hast du getan? Down, erledigt. Gut, auf jeden Fall jetzt direkt Tränke. Raufhauen auf Abaddon. Beatrice besiegt. Oh, ups, das endet hier nicht wie gewünscht. Erschreckt hast du mich aber trotzdem mit dem zweiten Angriff, Finte. Es hätte übel ausgehen können durch einen Crit. Mit einem Crit hätte das übel enden können. Okay, dann kämpfen wir noch gegen den Julian hier. Hey, du bist doch nicht einmal in der Nähe der Tür. Du weißt, dass du mich besiegen musst, bevor du gehen kannst, oder? Was quatschst du? Ich bin sehr wohl in der Nähe der Tür. Fast genauso nah dran wie du. Teenager Ilja. Sorry für den Lag, Leute. Ich werde gleich mal nach dem Kampf mich drum kümmern. Ilja. Ja, Käfer, ne? Ich glaube Mono-Käfer. Käfer ist gefährlich für psychische Pokémon. Also sage ich mal... Ich sage... Mona. Flammensturm, ne? Ihr wisst Bescheid. Einmal Geduld. Das ist jetzt gefährlich. Das ist jetzt gefährlich. Das ist jetzt... Bitte One-Hit, bitte One-Hit, bitte One-Hit. Oh, zum Glück. Geduld hätte mich gekillt. Das war richtig risikoreich von mir. Das darf ich nicht wieder tun. Das war ja schon richtig Mad Action. Shit. Okay, ein Fumpy. Flammensturm weiterhin. Auf Gestein-Pokémon wäre es nicht sehr effektiv, aber auf Boden-Pokémon ist es soweit neutral. Obwohl beides sehr effektiv gegen Feuer ist, ja. Ah, jetzt ein Burn wäre es noch gewesen, dann wärst du down gewesen. Schön. Schließen wir es ab mit der Zertrümmerer. Down. Aber dann reicht Level 21. Nice. Und Mona erreicht Level 27. Teenager, ihr habt besiegt. Ach, ich hätte dich mit meinem Licht nicht blenden sollen. Oder was? Oder ich hätte dich mit meinem Licht blenden sollen? Das gibt mehr Sinn. Wahrscheinlich war es so. Ich mache noch kurz einen kleinen Cut und kümmere mich um das Problem mit dem Lags. Also bis gleich. Okay, da bin ich wieder. Ich hoffe, dieses Mal mit weniger Lags. Ich musste nochmal bis hierhin spielen, weil ich beim Restarten des Emulators natürlich kein Save gemacht habe. Ne? Ich bin ja ein Genie. Quasi ein Genie auf höchstem Niveau. Und, naja, aber dann könnte eigentlich nochmal einen Trank vertragen. Luna hatte ich eben im Kampf drinne und ich glaube, ich war schon durch die Tür gegangen. Sekunde. Den Safe hatte ich gestern gemacht. Ich glaube, ich war schon durch die Tür gegangen. Ja, okay, wir sind schon im nächsten Raum. Aber das soll uns nicht davon abhalten, hier weitere Gegner zu schnetzeln. Machen wir einfach so weiter. Hast du dich verlaufen oder amüsierst du dich? Zurzeit amüsiere ich mich, solange hier keine Lags auftreten, dann habe ich mich verlaufen. Shukind Juka. 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 Seltsamer Name. Okay, wir haben durch Fährte gerade den Kampfpanzer-Fähigkeitsdings von Pionskura angenommen. Also, kritten kannst du uns jetzt nicht, mein Freund. Also, bei dem Pokémon vergesse ich auch immer wieder den Typ. Kiefer Unlicht. Checken wir mal so, ob es Unlicht ist. Ist Abwehr. Es ist auf jeden Fall nicht Unlicht, also Käfergift offenbar, weil wir waren sehr effektiv. Okay, Käfergift, merkt ihr das genau? Merkt ihr das? Wir schreiben Test. Lass mich raten, du amüsierst dich. Jetzt schon, ja. Wenn ich gewinne, amüsiere ich mich. So, jetzt snacken wir uns dir. Das nette Mädchen, weg, wollte ich sagen. Ich wollte nicht die Olle sagen. Jig ist so hell! Überraschungsangriff! Überraschungsangriff. Double Feature. Hinterhältiger Überraschungsangriff war das. Gut, so hinterhältig war das jetzt nicht, ne? Lärmschutz. Wow. Also wenn du jetzt hier mit Aufruhr ankommen willst, ne? Weiß Bescheid. Ist nicht. Pumpensprung.
und Konfusion. Wie hältst du das aus? Meine physische Power. Ultraschall. Immer diese Attacken, die den gleichen Wert abziehen. Wird mir im späteren Spielverlauf aber lieber sein, als irgendwelche anderen Attacken, die da viel mehr Damage machen. Und da können wir sehr effektiv treffen gegen ein Gift-Pokémon. Und BAM! Konfusiert. Aber hat nicht ganz gereicht. Giftstachel. Keine Vergiftung, keine Vergiftung, keine... Alle. Na doll, was mache ich jetzt? Ich mache jetzt Konfusion. Ja, viele Möglichkeiten habe ich ja nicht. Ha, du kannst dich nicht voll heilen, das heißt, du bist jetzt down. Richtig, erledigt. So, und dann heißt es jetzt wieder nochmal Supertrank. Darf aber dann wieder schlucken. Und ein Gegengift wird ebenfalls verabreicht. Zauberblatt, eine neue Attacke. Ja, nice. Wunschtraum ist doof. Wunschtraum ist doof. Wunschtraum ist doof. Wunschtraum ist nicht cool. Und Priska, deine Stärke ist regelrecht blendend. Hast ja auch vorher schon gewusst, wa? Trank, 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 Supertrank. 17 Stück haben wir, boah. Wollte ich auf einmal das Geld her. Irgendwann habe ich noch beschwert, dass wir Geldmangel haben und langsam läuft der Lachs echt. Jetzt wird nur noch hier ein Gegengift. Haben wir natürlich nicht, weil wir richtig coole Macker sind. Okay, dann benutze ich halt einen Hyperheiler, gehe ich als nächstes mein Gegengift kaufen. Kein Ding, kein Ding, kein Ding. So, und du? Na? Oh! Wie fühlt es sich an, Schritt für Schritt in die Dunkelheit zu begeben? Naja, wirklich dunkel ist das hier nicht, ne? Setzt doch mal eure Sonnenbrillen ab. Quitno hat Emulator-Hacks. Nein, ich habe das nicht mit Absicht so eingestellt oder so, dass es hier dunkel ist. Das ist einfach so. Irgendwie. Fuck you, Drachenblut. Ich hasse die Attacke immer noch. Ich kann das nicht mehr one-hitten, aber... ja, 94. Ey. Die beiden halten das zweimal aus hier. Okay, der Captain hält das auch zweimal aus. Captain ist cool. Captain hat eine Wasserattacke. Auf geht's. Captain! Gib dem Glutexo. Drachenblut, ja, war klar. Aber versuch mal mit Drachenwurzel zu kritten, my friend. Versuch's doch. Wasserdüse. So, ich glaube, ich lehne mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, ja, na klar, Glutexo ist erledigt. Das ist noch Question. Und ein Wohin genau. Ach, ich hasse Wohin genau. Ihr wisst, ist so und so, ne? Wegsperre. Spiegelcape, Konter. Was mache ich da? Was tue ich da? One-Hitten kann ich es nicht. Ich probiere es mal mit Luna und Verfolgung. Weil, ich glaube nicht, dass mich Konter da töten würde. Aber ich weiß es halt nicht. Verfolgung. Und. Erstmal kommt ein Bodyguard. Okay, das ist ja nicht so schlimm. Aber weiter Verfolgung. Besiegen wir es halt in langsamen Schritten. Konter. Nein. Nicht so viel, 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 nicht so viel. Nicht so viel. Nein, hör auf, ja, stopp. Oh. Okay. Supertrank. Nee, aber wir haben sie eigentlich genug geschwächt, dass wir eigentlich ein anderes Pokémon reinschicken könnten. Und ist doch One-Hitten, oder? Oder nicht? So, wir hatten hier eine starke Attacke. Stampfer. Weil, wenn ich jetzt einen Supertrank benutze, muss ich auch nochmal einen Trank benutzen, um mich komplett voll zu heilen. Ich probiere es mit Sammy und Stampfer. Ach ja, Mist. Ich habe gar keine andere Wahl. Die Wegsperre, oder? Es liegt doch immer an der Wegsperre. Na schön, nutze ich ja doch. Einen Supertrank und einen Trank, ey. Meine Güte. Du rechnest jetzt mit einer Konterattacke, die kam aber nicht. Weil du so schlau bist, wirst du jetzt bestimmt nochmal Konter einsetzen. Ja. Okay, wie mache ich das? Ja, nochmal Verfolgung, nicht wahr? Ja. Nein. Nicht töten. Okay. Weil ich mir jetzt nicht sicher bin, dass Ruckzuck-Keep ausreicht.
mache ich lieber nochmal einen Trank und mache nochmal Verfolgung, weil das wird dann reichen. Weil nicht das Ruckzuck-Kip nicht reicht und durch Konter sterben wir dann. Das wäre natürlich mega scheiße. Es kam Bodyguard? Hättest du mir das mal eher gesagt, hätte ich Ruckzuck-Kip gemacht. Hier, dat Verfolgung. Dat Verfolgung. So, das reicht auf jeden Fall. Dann kann auch kein Konter mehr kommen, weil wir haben es ja schon erledigt. Ist ja so. Und er ist Trainer, Paulina ist erledigt. Dann würde ich sagen, erledigen wir den Magga noch und dann heißt es nochmal eben ab ins Pokémon Center. Kann ich mich hier drin eigentlich teleportieren? Hm. Ich pack mal Mona nach vorne. Denn, ja, ich will jetzt nicht für jedes Pokémon irgendwie Trank benutzen, also geh lieber nochmal zum Pokémon Center zurück. Hast du dich nur Zeit verbummelt in der Hoffnung, dass ich dich sehe und deinem Kampf herausfordere? Du bist dir bewusst, dass du ganz schön was auf die Ohren bekommen wirst? Kommt ganz drauf an, was du so hast. Zeig mal dein Blatt. Ist mal gepokert hier. Poker mit Astrainer Stan. Ja, schlecht für dich, ne? Guck mal, was ich hab. Hier. Flammenstuhl. Oh. Knilz. Doch eine bessere Verteidigung. Als ich gedacht habe. Egal, zweites Mal erledigt. So ein Ding ist das jetzt nicht, ne? Dinge der Möglichkeit sehen anders aus. Ein Noctu, eine große Eule, die auch ein paar Psycho-Angriffe drauf hat und hypnotisieren kann. YOLO-Zugabe. Aufruhr. Ja, wie viel Schaden macht denn das? Doch, gar nicht so wenig. Gar nicht so wenig. Flammensturm. Ah, schneller natürlich, ne? Okay, du hast keine Wegsperre. Ich kann auswechseln. Ich kann ja hier, ne? Sammy Deluxe, es ist wieder mal Zeit. Aufruhr. Ja, du schneller mit seinem Aufruhr-Attacke. Hätten wir jetzt Lärmschutz gehabt, ne? Das wäre es gewesen. Ah, Stampfer macht ganz guten Schaden. Zugabe ist beendet, was machst du jetzt? Aufruhr. Einfallsreich, nicht wahr? Gut. Erledigen wir das Noctu. Und von welchem Pokémon soll ich jetzt noch auf die Ohren bekommen? Mona, Level Up! Nice! Und Sammy, nicht so nice, aber dann auch nicht. Ditto. Boah, Ditto, jetzt kommt ein Mirror-Match. Luna wäre kacke, dann kommt Verfolgungskampf. Captain wäre auch nicht so gut, dann kommt Wasserdüse. Sammy wäre nicht gut, Sammy ist zu bulky. Mona wäre eigentlich nicht übel gewesen. Was tun? Ich könnte das ja auch mal ganz schlau machen. Schick Abaddon rein. Kurz, dann wechsle ich aus, wenn der Wandler gemacht hat, auf Dingenskirchen. Ja, ihr wisst schon. Luna, wegen Unlicht. So, dann heißt es, dann werde ich jetzt nochmal eben Trank. Du kannst mich ja nicht angreifen, du hast ja Wandler. So, dann halte ich Luna nochmal kurz auf. Du machst Wandler, natürlich. Bist ein Gardevoir. Und ich sag so, weil du Konfusion bestimmt oder sowas machst, ich sag so, nein. Schick Luna rein. Weil Luna denkt sich auch so, nein. Doppelteam. Ja, ist doof. Ist nicht schön. Ist nicht toll. Verfolgung. Noch mehr Doppelteams. Dass die Gegner auch immer diese komischen Attacken benutzen müssen, ne? Die haben da Zauberblatt und sowas. Ah, nee. Doppelteam for the win. Ich meine, es funktioniert ja sogar auch noch. Wer hat denn eine Attacke, die immer trifft? Haben wir noch irgendwer mit einer Attacke, die immer trifft? Ach egal, zweites Mal noch Verfolgung und dann war's das. Komm, da kommen wir jetzt auch irgendwie durch. Zauberblatt macht auch nicht viel Schaden. Da kommt die zweite Verfolgung durch und... Boah, weggetaktik. Naja. So schlau war das jetzt auch nicht. Aber nun reicht Level 23. Und Astrainer Stan erledigt. Das habe ich wohl verdient, nicht wahr? Ja. Weiß ich nicht. Musst du selber entscheiden. So, jetzt gehen wir mal eben zurück. Boah, bin ich... Emulator-Pilz. Okay. Packe ich nochmal eben das Fahrrad aus hier und... irgendwo war das Pokémon Center doch. Okay, ich hätte einfach hier lang gehen können. Da ist es. Orangenes Dach, rotes Dach. Welche Farbe ist das eigentlich? Ist es eher orange oder eher rot? Eigentlich eher rot, ne?
Nun, jetzt steht immer noch ein Pokémon aus, dann hätten wir unser Team voll. Das ist natürlich mein Ziel, dann auch bald demnächst so hier das Team voll zu bekommen. Weil dann sind wir ja schon automatisch ein Stückchen cool, ne? Okay, jetzt kommt wieder der Kreis hier. Und als nächstes müssen wir durch die Sterntür. Und die Sterntür ist wo? Kannst du kurz... Würdest du... Hallo? Hallo? Hey! Danke. Sterntür ist ganz rechts. Würdest du... Danke. Okay, sind wir schon auch bei der Arena-Leiterin. Dann wollen wir mal nicht verzagen und mit Luna starten, denn... Oder ist Luna als Starter doof? Ja, aber dann ist... noch am low-leveligsten, aber dann ist gut. Oh, endlich bist du hier angekommen. Seit in dieses Land ich gekommen bin, will ich immer neue Dinge lernen. In dieser Stadt gibt es Wettbewerbe, ne? Da sagte ich zu mir, oh ja, wahr, ich werde sie gewinnen. Und deshalb bin ich so angesogen. Es ist wie eine große Performance. Außerdem habe ich viel Pokémon studiert. So bin ich Arenaleiter. Du willst mich herausfordern? Boah, aber ich werde gewinnen. Das ist logisch, weil ich bin Arenaleiter. Snipper? Ja, auf jeden Fall. Lamina. Okay, dann wollen wir hier mal beweisen, dass wir sie trotzdem platt machen können. Geil, wir haben Schambolzen kopiert. Jetzt sind wir mal so richtig. Hate me, cause I'm fabulous. Werde ich mal lame Doppelteam-Taktik machen? Das habe ich, glaube ich, bis jetzt noch nie so richtig gemacht, ne? Komm, lass mich mal einmal lame sein. Lame now activated. Ach, einmal lame sein muss doch drin sein. Oh, oh. Oh! Hm. Das wird ein Kampf der Lamer, quasi. Hm. Wie oft mache ich das jetzt? Dreimal? Reicht das? Spotlight. Hast du einen Angriff? Du kommst gleich irgendwas mit Metronom und Hyperstrahl. Metronom, Eiseskälte, Metronom. Zauberblatt, Spiegelcape, was weiß ich. Irgendwas machst du doch. Ja, Konfusion. Kriegt immerhin Stab. Deshalb Zauberblatt immer noch vorzuziehen. Wir treffen. Apropos Zauberblatt trifft, glaube ich, immer. Nice. Dann nutzen wir doch mal hier unsere Gelegenheit, wo du Komprimator gemacht hast und snacken dich weg. Das ist auch ganz cool, wenn jetzt Lamina ihre Tränke raushaut für dieses Pipi. Weil das kann sich einigen, wie sie es will. Wir greifen es ja speziell an. Okay, dann nutzen wir das noch ein bisschen aus und machen noch ein paar Mal Doppelteam jetzt. Weil Pipi kann uns offenbar nichts. Da hast du echt keinen Eingriff drauf, kannst du mir nicht erzählen, sogar uns das hat mit drin. Und, ja. Wenn uns die anderen Gegner leichter fallen, ist vielleicht, wenn du hier die Tränke verballerst. Ach, das scheint ein entspannterer Kampf zu werden, sage ich am Anfang, wo wir nur Pipi gegenüberstehen, ne? Aber ich habe da schon mal so ein Feeling jetzt. Ja, so ein Feeling. Gucken wir mal, ob dieses Feeling so bleibt. Oder ob er gleich kommt. Dragoran, Hinterlander, Metagross. Was ist noch alles heftig? Alles heftige Mewtwo, Lugia. Groudon. Ihr wisst schon, ne? So Bomber halt. Aber dann kriegt er Erfahrungspoints. Ein Omot. Ein Omot. Giftkäfer, meine ich. Sag mal Hallo zu meiner Konfusierung. Konfusionierung? Da hat das Doppelteam Wirkung gezeigt. Du triffst mich nicht, Ella Bitch, damit auch nicht. Ne, ne, ne. Und das Omot ist damit erledigt. Okay. Ich meine, okay. Als nächstes Bidefass. Klar, Bidefass ist nämlich. Warum sag ich jetzt immer Bidefass? Ich meine Bidefass, ne? Sind wir schon so weit, dass mein letzter Pokémon. Das ist ja. Normal und jetzt auch Wasser. Und wir haben eine Pflanzenattacke. Schneiden wir durch das Wasser. So logisch fand... So logisch fand ich das nie, Pflanze auf Wasser, aber... Ne?
Egal. Einfach nur erledigen. Und straight on down. Bitte fast erledigt. Ich hab's wieder bitte fast gesehen. Level Up gibt's noch oben drauf. Klasse. Wir besiegen Lamina. Du bist enorm stark. Das beweist etwas. Ich hab weggeklickt. Ich bin verblüfft. Du bist sehr, sehr stark. Und deine Pokémon sind auch stark. Dein Stärke ist eine große Wunder. Ich werde geben dir diese Orden. Wow. Geil. Bringst du mir bei, so gut zu reden wie du. Diese Orden, du kannst einsetzen, die versteckte Maschine auflocken. Auch außerhalb von einem Kampf. Und hier, ich gebe dir noch eine technische Maschine. Bestimmt, du hast Verwendung dafür. TM 65. Diese TM 65 enthält Donnerblö. Diese Attacke ist wie Surprise. Sehr oft, du machst Volltreffer. Geht. Donnerblitz ist jetzt nicht so für die Volltreffer. Nicht mehr als andere. Aber Donnerblitz ist richtig nice, weil Donnerblitz macht Schaden. Donnerblitz ist cool. Ist ein von diesen 90er oder 95er Damage-Attacken. Zusammen mit Flammenwurf und Eisstrahl. Donnerblitz, eine sehr starke, eine starke Elektroattacke, die den Gegner eventuell paralysiert. 95er Stärke. Kann aber keiner lernen. Oh, ich wäre mir sicher gewesen hier, Abaddon, Gardevoir hätte das lernen können. Okay, dann sehen wir uns im nächsten Part und ich denke, dort werden wir dann ein neues Teammitglied eventuell bekommen, wenn ich schaffe zu fangen. Also seid Bescheid und bis zum nächsten Part. Ciao, euer Quidnow.